Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier am Lagerfeuer. So, los geht's. Okay, dann wollen wir den Riemen mal auf die Orgel schmeißen. Alles läuft. So. Die kann ich nicht einschalten. Ich kann nur alles auf einmal einschalten. Und warten wir, bis wir 80, über 80% haben. So. Jetzt ist alles an. Läuft jedoch. So muss das sein. Nicht eben wie immer vor die Erkante rennen, das machen wir heute nicht. Passt genau bei 10%. So, das kann laufen. Da sind drei Ladungen drinne. Schon mal gut. So, möchte ich das. Ja, komm. Okay. Also nochmal. Ja, für heute habe ich, für jetzt habe ich gar kein Thema so im Kopf, so was man sich rummeckern könnte. Die eine Sache geht mir auch nicht aus dem Kopf. Eigentlich habe ich ja damit abgeschlossen. Na, ist egal, komm. Ich muss es einfach verdrängen. Ja, was da.
Oder wir machen einfach mal eine Schweigerunde. Nein, um Gottes Willen. Schade. Das ist halt dagegen die Sache, die mir bei YouTube nicht so gefällt. Da ist wieder Twitch schöner. Da kannst du dich dann noch mit den Leuten unterhalten, kannst dir noch was fragen. Ne? Das ist leider hier nicht so. Aber gut, komm. Was soll's? So schlimm ist es jetzt auch nicht. Müsst ihr euch eben dieses dumme Gequatsche von mir anhören. Habt ihr Pech gehabt. Ja, aber ist wirklich so. Das fehlt mir so ein bisschen. So, da sollte schon wieder alles vorbei sein. Na, kriege ich hin? Ja, geht so gerade eben. Nicht perfekt, aber. Aber fast. Einen kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Ja, was machen wir denn dieses Jahr am Ende des Jahres? Was sollen wir uns da kaufen? Was könnten wir uns da kaufen? Was Sinn macht. Man, wir haben jetzt alles. Quasi umgerüstet auf Tier 5. Ja gut, fehlt noch ein Mattenkleines da unten. Aber so im Großen und Ganzen haben wir ja alles. Ich bin schon überlegen, wenn wir quasi ganz am Ende von dem Feld sind, ob wir uns da eine Dings hinstellen. Ein Frankenstein. Dass wir direkt auf dem, quasi auf dem Förderband, gar nicht mehr im LKW, sondern direkt auf dem Förderband
Dann eventuell mit dem Radlader. Wäre eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Also schauen wir mal, was wir an Geld zusammenkriegen bis Ende des Jahres. Vielleicht ist es ja sogar drinne. Na komm, einen kriegen wir jetzt aber auch noch. Und wieder geht's los. Nächste Runde, nächstes Glück. Schnell mal einen Schluck trinken. Prösterchen. Käffchen. Käffchen ist immer gut. Oh, ich sehe gerade. Oh, einmal von Kieselpumpe sind auch schon ausgetauscht. Gucken, ob wir die Hotpen auch voll kriegen. Und oben die Eimer. Natürlich nicht verkehrt, ne? Hätte ich nichts dagegen. Ja, was gucken mit den Baggern hier? Das wird jetzt eng. Hätte schon ein bisschen drüber fahren können, müssen sollen. Ah ja. Da sind schon mal die einen ausgetauscht. Die anderen müssen auch noch ausgetauscht werden. Jawohl. Und dann kommen oben die Eimer, die sind immer die letzten. Ja, ich muss ein Stück zurückfahren, bringt alles nichts. Bringt alles nichts, ich muss zurück. So. Schluck auf. Kaffee zu schnell getrunken.
Ja, die oberen Eimer sind noch nicht ausgetauscht. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Dass das alles so. Ja, dass sich das alles so zieht. Huch. Immer diese Fehler, ne? Und nichts wird repariert. Ja, ich schalte das jetzt aus. Ist mir zu blöd. Es geht nur der eine Scheinwerfer kaputt und die Feder. Da habe ich schon so viele von. Gekauft und gemacht und getan und es wird nichts repariert. Also, zur nächsten Folge. Tschüss. Ärger mich doch damit drin nicht rum. Ich habe ja nichts dagegen, wenn was kaputt geht, aber. Ne? Ich habe zwei Mechaniker mittlerweile arbeiten. Und wenn die nicht arbeiten, ein Aufseher. Ach ja, ist halt so. Andere Seite? Mal gucken gehen. Die ist kaputt. So, das haben wir gemacht. Was läuft alles noch? Der Eimer wurde ausgetauscht. Da oben sind wir noch nicht so weit. Aber im Grunde genommen. Ich muss doch irgendwo den Container haben, wo ich das reinschmeißen kann. Da hinten, ne? Die ist immer noch kaputt, die Feder. Oder? Nö. Die ist kaputt. Ist sie jetzt kaputt oder nicht? Zeig mir nicht an. Aber was ist. Ach, das ist ja dieses Knöpfchen hier. Aha, Magnetventil, so. Sind die Federn kaputt oder sind die nicht kaputt?
Was sagt ihr? Okay, dann holen wir die mal eben raus da, die da. Und dann gucken wir mal, wenn wir die dann einsetzen. Also die sieht anders aus, ne? Die ist ganz. Schau mal. Er hat repariert. Das Ding ist wieder ganz. Dann repariert er doch. So, das heißt. Der ist leer. Er ist voll. Okay. Dann kann ich hingehen und noch eine Ladung holen. Zwei Stück. Dann repariert er doch. Das ist jetzt nur ein Anzeigefehler. Dass er es nicht angezeigt hat, dass er es repariert. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann lasse ich es erstmal so laufen. Ne? Also dann ist klar. Nehme ich alles zurück und lasse das Ding erstmal so laufen. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann habe ich nichts gesagt. Dann will ich auch nichts gesagt haben. Vielleicht klappt es ja doch, dass er bloß halt eben nicht zeigt. Früher hat er immer gezeigt. Da war da so ein halt eben dieses Zeichen, dass er am Reparieren ist. Vielleicht zeigt das ja nicht mehr. Ja, alles möglich.
Kriegen wir drei Fuhren hin? 27? Nee, leider nicht. Leider nein. Na gut, in der nächsten Folge. Ist ja kein Thema. Okay, dann fahren wir das mal weg. Gucken wir mal. Dann dürfte aber auch schon die Folge Ende sein, ja. Dann schütte ich das noch aus. Dann sehen wir halt, ne? Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall baggern. Also bis dahin, macht es gut. Bye, bye.